Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind in Folge 308. Die Folge heute ist mit Mods bestückt, die auch für die Leute gedacht sind, die mit der PlayStation oder mit der Xbox in LS22 spielen. Wir haben einmal ein komplettes Verarbeitungssystem mit Verkauf, mit Zusatzproduktion und allem drum und dran. Und einmal haben wir eine Versorgungsproduktion. Und die gucken wir uns jetzt hier an. Wird das ein kleines bisschen lauter, aber wir wollen einmal ganz ins Gebäude ran. Da seht ihr es auch schon. Landwirtschaftliche Mineralien steht da jetzt dran. Schön die verrostete Tür. Hier geht der ganze Spaß raus. Hier rennen irgendwelche Rehe rum. Hier seht ihr auch so die üblichen Sachen. Da steht, ne, Agri-Brot und was weiß ich was noch dran. Ein paar Schilderchen dran. Und dann seht ihr so das Gebäude. Ne? Beschilderung rundherum ist alles gemacht. Und ja, ich würde sagen, das Einfachste ist, sich den ganzen Spaß anzugucken. Aber es ist gar nicht mal so einfach, weil ihr seht, heute haben wir ziemlich viel in die Richtung. Und hier geht es erst los. Das haben wir. Die oberste Produktion, darum geht es. Wir können Mineralfutter herstellen. Mineralfutter stellen wir her aus Weizen und aus Raps. Das seht ihr selber. Und das ergibt dann 25 Mineralfutter und 30 geben wir als Gesamtmenge rein. Die zweite Variante ist Siliermittel. Siliermittel stellen wir her aus Raps und aus Soja. Das ist dementsprechend, was ihr dann auch hier seht, als Eingangsprodukte logischerweise. Und Saatgut stellt ihr her aus Gerste. Ne, das ist die letzte Frucht, die ihr hier reingeben könnt. Und dann Flüssigdünger und Herbizide. Das ergibt dann das Saatgut. Das ist der ganze Part. Das ist dann sozusagen die behandelte Gerste, wenn ihr so wollt. Ja, das ist Produktion Nummer 1. Ja, man hat so alles abgedeckt, was man dann erstmal so braucht. Das Einzige, was fehlt, ist halt der normale Dünger, sage ich einfach mal so. Ne? Aber dafür gibt es dann ja immer noch Alternativen. Wenn noch hier so eine Produktionsreihe auch noch mit reinkommen würde, wäre es so schlecht nicht. Die Zyklen sind eigentlich sehr okay, muss ich sagen. 720 mal 50, da kriegt man schon ein bisschen was mit hin. Ne? Also da kann man schon ein bisschen mehr auch mit ansehen. Da kann man sich auch mal auf einer normalen Karte an ein Kartoffelfeld wagen, ohne Kartoffeln zu haben. Sagen wir es einfach mal so. Ne? Mineralfutter, glaube ich, ist der Anteil sehr gut. Auch sehr hoch das Ganze. Weil man ja nur einen sehr kleinen Anteil an Futter braucht, was halt dann Mineralfutter ist. Und Siliermittel ist dann dementsprechend ähnlich. Das ist, glaube ich, von der Menge her auch mehr als okay. Das sind über 10.000 Liter, die man kriegt. Da muss man erstmal einige Bahnen mitfahren, um das hinzukriegen. Ne? Wenn man bedenkt, was sonst so auf Paletten drauf ist. Ja, das war die Produktion. Ich zeige das positionierungsmäßig dann gleich alles zusammen. Also ich werde jetzt erst euch den anderen Spaß hier zeigen. Wie laut das und sowas ist, kann ich so schlecht sagen. Wir haben auf jeden Fall hier mehrere Gebäude. Die Erklärung hier ist eine ganz einfache. Wir haben einmal eine Grundproduktion an sich. Da steht das dran, ne? The best of the potato, das Beste der Kartoffel. Dann haben wir hier zwei Gewächshäuser. Die produzieren aber beide das Gleiche. Das ist einmal in groß und einmal in klein. Auch das Produktionsgebäude hier, das kennt man. Aber darum geht es im Prinzip gar nicht. Es geht hier um die Vielfalt und die Möglichkeiten, was man setzen kann. Ne? Dann haben wir hier noch, ne, sieht aus wie ein Verkaufspunkt und ihr könnt es ahnen, es ist ein Farmers Market, es ist ein Verkaufspunkt, aber einer, wo halt die Produkte aus den Produktionen mit eingetragen sind. Ne? Das ist halt der Unterschied dabei und eins ist so eine Art Hofsupermarkt, ne? Auch als zusätzlichen Verkaufspunkt. So besteht, damit besteht das Ganze aus 5 Teilen, es ist aber nur eine einzige Mod-Datei. Also nicht wundern, dass es nur eine Sache ist, das ist ein Paket, da ist dann tatsächlich auch alles drin. So, ich gehe jetzt nochmal hier auch auf einen gewissen Abstand. So. Mach das Ganze mal auf und dann seht ihr es an. Fangen wir erstmal an hier mit der Kartoffelverarbeitung an sich. Die Kartoffelverarbeitung ermöglicht euch Pflanzenfette herzustellen, die halt für die verschiedenen Kartoffelprodukte benötigt werden. Nämlich einmal aus Sonnenblumen, einmal aus Rapsöl und einmal aus Soja. Der Part aus Soja braucht 2 Einheiten, die anderen sind eine Einheit, um dann pflanzliches Fett herzustellen. Das läuft dann alles unter einer Sorte pflanzliches Fett. Dann gibt es die Kartoffelgeschichten, was ihr halt dementsprechend daraus machen könnt. Ne, das ist halt 4 Kartoffeln, was ihr halt hier reinkommt und Wasser. Und man kriegt dann raus Kartoffeln, also Premium-Kartoffeln. Und das, was ihr hier nebenan seht, ist, ich glaube, Salz, oder? Ne, Speisestärke kriegt ihr dann hier raus. Das ist daneben, da. Ne? Dann Pommes, ne? Muss halt das Pflanzenfett rein und die Premium-Kartoffel, also die verarbeitete Kartoffel. Also ganz wichtig, deswegen haben wir hier auch einen sehr hohen Zyklus, aber es kommt ja auch nur eine raus. Hier brauchen wir schon 3 von den Kartoffeln. Deswegen muss man halt gucken, was man halt macht. Man kann wahrscheinlich nicht immer alles gleichzeitig produzieren.
Aber daraus kommen wir halt dann zu den Pommes. Kartoffelgratin wird wieder aus den Standardkartoffeln gemacht. Also aus den normalen, nicht Premium, sondern aus den einfachen Kartoffeln. Zusammen mit Wasser und Käse. Ne? Dann kriegt man das Gratin raus. Bratkartoffeln ist genauso auch wieder eine Kombination. Da kommen dann Zwiebeln dazu. Die Zwiebeln ist der Grund, warum es das Gewächshaus gibt. Ne? Die Gewächshäuser stellen halt Gemüsesorten extra her, die es sonst nicht gibt, und auch die Standardsachen her. Kartoffelpüree braucht dann wieder Milch und Butter dementsprechend dazu, zu den normalen Kartoffeln und Wasser. Dann gibt es noch eine Kartoffelsuppe. Da kommt dann halt die Speisestärke mit rein, die wir woanders schon dann hier produziert haben im ersten Schritt, wenn wir die Premium-Kartoffeln machen. Und dann seht ihr, dann kommt hier rein Mais, Tomaten und Paprika und Zwiebeln und das sein. Und dann kriegt ihr halt eine Suppe raus. Chips, genau das gleiche. Ne? Braucht man normale Kartoffeln, Fett und Paprika für, damit man die gewürzten Sachen kriegt. Kartoffelpuffer. Ist in dem Fall dann hier Ei dabei als Grundlage mit Kartoffeln, Fett und Speisestärke. Gefüllte Ofenkartoffeln, ne? Da kommen dann halt auch die anderen Gemüsesorten. Seht ihr hier, hier ist noch Gurke zu sehen, Paprika hatte ich schon gerade gesagt. Das ist Käse und sowas, damit wir aufs Gratin kommen. Salatmäßig dann auch mit Gurke, Zwiebeln, Paprika, Tomate, ne? Ei. Also das sind schon sehr, sehr viele Sachen drin. Allerdings gibt es dafür auch höhere Produktionenmengen, wenn man das hier sieht, ne? 7 Einheiten, die dabei rauskommen. Und dann halt Kroketten. Und für Kroketten braucht man Brot. Das ist wohl gemacht, um das zu zerreiben, um da halt die panierte Kruste, also dieses Paniermehlmäßige zu kriegen, wo man das Ganze dann mit umgibt, sag ich einfach mal so. Und sonst halt auch die üblichen Produkte. Ja, der Hofsupermarkt, der macht da draußen Umsatz. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber man hat hier eine Umsatzgeschichte. Das seht ihr, da sind die ganzen Produkte drinne. Aber auch andere Sachen drin. Da kriegt man einen Umsatz und den Umsatz kann man dann auch verkaufen oder behalten, je nachdem, wie man was wo staffeln möchte. Keine Ahnung, wofür das der Zwischenschritt ist. Weil dieser Umsatzpart hier, den gibt es jetzt nicht in der Verkaufs-, dass ich sagen kann, okay, das ist eine Art Umsatz, so eine Art Gutscheingeschichte oder ein Wertcoupon oder wie auch immer. Und ich kann das woanders verkaufen. Das gibt es Ding, glaube ich, nicht. Das zeige ich aber gleich in der Preisliste. Aber keine Sorge, es gibt hier genauso, ne? Gleich eine Listung, ich zeige das gleich auch bei den Verkaufspreisen. Dann die Gewächshäuser, die stellen halt der Tomatensalat, Erdbeeren, Gurken, Paprika und Zwiebeln. Das ist einmal das Große, einmal das Kleine. Dementsprechend geben sich dann hier die Zyklen. Ne? Seht ihr selber hier 336 oder 768. Ne? Da könnt ihr eins, mehrere, wie auch immer von hinstellen und so läuft das dementsprechend dann. Wenn wir uns die Preisgeschichte angehen und runtergehen, da haben wir natürlich einen ganzen Haufen Produkte, die normal da sind. Ne? Seht ihr selber, und hier unten fängt das dann an. Ne? Hier haben wir, ne, pflanzliche Fette, die sind ja nicht zu verkaufen, die brauchen wir nur in der Produktion. Aber ihr seht hier selber, der Pharma-Großhandel könnte auch die verkaufen. Aber hier seht ihr, das ist der Pharma-Großhandel und die Kartoffelverarbeitung. Und der Pharma-Großhandel ist der normale Verkaufspunkt. Also da gibt es jetzt nichts mit Umsatzcoupons, da könnt ihr einfach hingehen und das verkaufen, weil wir habt ja gesehen, es sind zwei Verkaufsflächen, die ich am Anfang gezeigt habe. Und da sind auch die ganzen Produkte drin, auch Paprika, Zwiebeln und, ne? Und Gurken könnt ihr dementsprechend einzeln verkaufen. Also das ist der normale Verkauf. Warum es das andere noch zusätzlich gibt, weiß ich leider nicht. Müsstet ihr, ne? Habe ich jetzt auch, muss ich zugestehen, jetzt nicht extra was nachgelesen oder nochmal geschaut. Aber dadurch, dass das hier normale Verkaufspunkte sind, ist die Frage, ob man den Zwischenschritt dann braucht oder wofür der Zwischenschritt ist. Ich habe so nichts direkt gefunden. Vielleicht ist das auch eine Art Umsatz, den man braucht, um andere Produktionen, die es noch gibt, von dem Modder dementsprechend damit zu unterstützen oder da was mitzumachen. Keine Ahnung. Also wie gesagt, so läuft das Ganze erstmal. Ja, wir gucken, was kostet der ganze Spaß denn, wenn wir es platzieren wollen. Ist ganz einfach, wir fangen erstmal an hier unter Produktion einfach mit den Gewächshäusern. Da seht ihr, die kosten entweder 5.000 oder 10.000, weil es das mittlere oder das große ist. Da sind einfach so zusätzliche Früchte drin. Und rein optisch gesehen seht ihr, sieht das einfach aus wie ein Gewächshaus. Ne? Also da ist dann nicht viel Sachen bei. Die Verkaufsstation, seht ihr selber, einmal haben wir den Hofsupermarkt. Da kommt halt diese Umsatzgeschichte raus. Ne? Geernteten, ne, Güter verkaufen und nachher den Umsatz dann verkaufen. Ne? Oder ihr habt halt eine direkte Verkaufsstation, wo man die Güter verkaufen kann. Die Beschreibung unten ist das gleiche. Warum es hier diesen Zwischenschritt gibt, weiß ich nicht. Ne? Aber so ist es halt gemacht. So, und dann die Fabriken an sich ist eigentlich auch ganz einfach. Die erste, die Kartoffelgeschichte an sich, die liegt nur in Anführungsstrichen bei 80.000. Finde ich im Verhältnis gesehen dann sogar relativ günstig.
Die zweite Produktion, die wir dann noch gesehen haben, also die wir als allererstes gesehen haben, sind die landwirtschaftlichen Mineralien. Die liegt bei 60.000. Ne? Dann kann man es einfach so platzieren. Ja, das war der platzierbare Part. Aber jetzt hüpfen wir nochmal hier aufs Gelände vom Shop, schleichen uns hier durch und sehen, ja, richtig, wir haben noch einen schönen Traktor hier stehen. Wir haben nämlich noch einen Fendt stehen, und zwar die 900er Serie. Ich habe hier einen 939er Vario draus gemacht in der Kommunallackierung. So simpel ist es. Da können wir einfach mal eine Runde reinhüpfen. Damit ich es nicht vergesse, fangen wir hier auch einfach mal beim Shop an. Der dürfte unter Großtraktoren stehen, wenn ich mich nicht täusche. Da haben wir es 272.000. Ich weiß gar nicht, unter welche Bedingungen der 1000er hier sonst, der 900er hier sonst drin ist. Da. Ne, das kostet 280.000 und dann habt ihr hier die Variante 33, 36, 39, 42. Das ist hier die Stufung, die wir hier haben. Bei der Mod. Seht ihr selber, da haben wir halt die Möglichkeit, die Standardreifenvarianten, die Designvarianten mit den Rundumleuchte, ja oder nein. Wir können die Warntafeln dementsprechend setzen und haben die 39, 33, 36. Ne? Da ist halt der 42er als einzige Version halt nicht dabei, aber dafür, ne, haben wir hier noch die Farbwahlmöglichkeit, die wir sonst nicht haben. Wir können auch hier auch das alte Fenngrün nehmen, also ne, wie man gerne möchte. Und die Kennzeichenwahl dementsprechend ist auch noch da. So, ja, Lichttest, das übliche, machen wir einfach mal. Da seht ihr selber, hinten vorne überall Licht ist da. Rundumleuchten haben wir auch drauf. Die funktionieren auch einwandfrei und blinken. Seht ihr vorne wie auch hinten, das funktioniert einwandfrei. Wenn wir jetzt die F-Taste drücken, dann seht ihr, wir haben noch eine Maussteuerung. Dafür muss ich den Motor wahrscheinlich einmal anmachen. Und dann kann ich mit der Vor-Zurück-Bewegung der rechten Maustaste hinten das Fenster öffnen. Ne? Und mit der Maustaste gedrückt und Links-Rechts-Bewegung kann ich die Tür auf und zu machen. Ne? Auch eine schöne Geschichte, dass das zusätzlich ist. Das übliche Fahrtrichtungswechsel und sowas, das haben wir hier sonst standardmäßig. So, dann mache ich die Hilfe mal wieder aus. Das Fenster hinten habe ich mal ausgelassen. Wir gucken in den Innenbereich. Ne? Da mache ich das mal wieder aus. Wenn ich normal Licht anmache, passiert hier so nichts. Wenn ich den Motor anmache, dann seht ihr selber, fährt das alles hoch. Und dann haben wir auch im Armaturenbereich dort auch eine Leuchte für die Lichtgeschichte. Und auch an der linken Seite dort sieht man so ein bisschen was mit Blinken. Aber es ist eher das Licht von draußen. Wichtig ist halt, dass es in der Anzeige dort in der Mitte soweit auch zu sehen ist, hier oben rum weiter allerdings nicht. Ne? Auch im Joystick selber sieht man jetzt, da werden die Hintergrundbeleuchtung dementsprechend hinter den Tasten dann aktiviert dadurch. So, ja, ich würde sagen, ja, wir haben die Preisgeschichte ja gerade schon gesehen, glaube ich, aber nur so kurz überflogen. Und dann machen wir noch den Testlauf. Ne? Hier sind wir bei 272, wenn wir hier auf den 939er Motor gehen, sind wir bei 396 PS für 317.000. Wenn wir das mit dem Original vergleichen, gucken wir mal. Ne? Da seht ihr, das ist halt die Zwischengröße. Ich weiß nicht, ob das motormäßig angepasst worden ist, dass es den 42er nicht mehr gibt. Aber der normale hier im Original hat er 385 und 415 und da hat er 339 ja 396 PS, glaube ich, war das. Ne? Also, was jetzt wie realistischer ist, weiß ich so leider nicht, muss ich zugestehen. So, ja, da sind wir doch mal und ich würde sagen, wir drehen einfach mal eine Runde. Ja, kommt schön auf 63, Bremsleuchten funktionieren, Rückfahrleuchten sind auch hier mal eher nicht bedacht worden. Ne? Ich parke ihn hier dementsprechend einfach mal, steige eine Runde aus, ne? Dann wisst ihr auch schon, was passiert. Genau, wir sind am Ende der Geschichte für heute, so schnell geht's. Ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre spitzenmäßig. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ja, und bis zum nächsten Mal.